Im zarten Alter von 40 Jahren wäre es eigentlich Zeit für die Midlife-Crisis. Aber diese Typen hier, die werden einfach nicht alt. Trotzdem, sie feiern heute ihren 40. Geburtstag, die Abrafaxe. Alle drei, denn es gibt sie nur zu dritt und das seit ihrem ersten Erscheinen in der Zeitschrift Mosaik. Sie haben ganze Generationen aufwachsen sehen, haben beharrlich gute Laune verbreitet, haben sogar Englisch gelernt und dafür auch eine richtige Geburtstagsfeier verdient. Mit Pinsel, Tusche und sehr viel Geduld bringen die 8 Mosaikzeichner ihre Figuren aufs Papier. Jeder einzelne Strich im Comic ist von Hand gezeichnet. Gerade einmal 1 bis 2 Seiten schaffen sie so am Tag. Thomas Schiever ist zuständig für die Abrafaxe. Er ist mit den 3 Kobolden aufgewachsen. Seit 14 Jahren zeichnet er sie selbst. Das war schon irgendwie eine ziemliche Herausforderung, die dann auch so, möglichst so hinzukriegen, wie sie die Zeichner früher halt schon gemacht haben. Das darf sich ja nicht zu stark verändern. Und die Leser wollen ja auch immer wieder den typischen Charakter der Figuren wiedererkennen. Vielleicht eines der Erfolgsrezepte der Mosaikhefte. In den vergangenen Jahren wurde es in die ganze Welt exportiert. Ein Grund ist eine DDR-Tradition, erklären die Macher. Schon damals habe es im Heft keine Politik und keine Gewalt gegeben. Allerdings müssen die Inhalte heute nicht mehr von der FDJ abgenickt werden. Das Mosaikheft ist eine von ganz wenigen DDR-Zeitschriften, mit der im vereinten Deutschland Geld verdient wird. Etwa ein Drittel der Mosaikleser kommt aus dem Westen. Wir sagen von uns aus, wir haben eigentlich einiges richtig gemacht, dass Mosaik eine der wenigen Jugendmagazine ist, die in den letzten 5 Jahren von Jahr zu Jahr am Kiosk Steigerungen hatte, also Plusverkaufszahlen hatte. Zum Doppelgeburtstag, 40 Jahre Abrafaxe und 60 Jahre Mosaikheft, hat der Verlag auch ein Geschenk an seine Leser. Mit einer Smartphone-App gibt es online Bonusmaterial zu jedem neuen Heft.